Hallo Tiger, ich muss dir was erzählen. Mein Bruder Johannes, der hat mir so eine spannende Geschichte von Jesus erzählt. Jesus? Wer ist denn Jesus? Ist der auch aus diesem dicken Buch da? Wie heißt das nochmal? Ach ja, Bibel. Ja, genau, die Bibel. Da stehen so viele interessante Geschichten über Jesus drin. Und das Coolste ist, er liebt dich und mich auch und uns alle. Also Merle, dieser Jesus. Also, wie kannst du an den glauben, wenn er schon lange tot ist? Also, ich müsste ihn kennen, wenn ich an ihn glauben soll. Aber du kannst ihn ja kennen, weil er lebt, weil er hier und jetzt noch um uns herum ist und er ist damals noch auferstanden und Also Merle, echt, jetzt spinnst du aber total. Dieser Jesus kann doch nicht auferstanden sein. Wie soll er das denn gemacht haben? Oder etwa so als Zombie? doch nicht als Zombie. Johannes hat mir das genau erklärt. Jesus ist für uns gestorben, damit wir zu Gott kommen können. Und deswegen müssen wir auch nicht sterben. Wir werden auch auferstehen. Also Merle, echt, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sofort zum Schrank gehen und alle Tassen zählen.